Da müssen die Schaltpunkte und die Figuren genau. Und der nächste Teil rollt. Das heißt, der langgezogene Turn oder der Messerflug, wie auch immer, der Schaltpunkt war genau in der Mitte. Aus den Figuren, dass sie immer möglichst gleich konstant ist. Dann auch wird bewertet die Drehgeschwindigkeit bei den Rollen. Nicht, dass man jetzt eine Rolle nach rechts mal mit gleichen Drehimpuls gesteuert werden. Und hier sind wir jetzt bei einem Sechseck. Im Schenkel in der Mitte wieder zwei Punktroller eingebaut und auch hier immer die Radien. Ja, vielen Dank für die wirklich gelungene Vorführung. Unglaubliches. Propeller sind 4-Blatt Holzpropeller aus 2-Blatt Propellern zusammenmontiert. Ja, hat 12 OS, 10 Kubikmotoren drin, die meistens laufen. Aber du hast uns ja vorher bewiesen, dass auch wenn man von den 12 Problemen mal nur 10 gelöst kriegt, dann auch geht es trotzdem. Das ist ja wunderbar. Ja, dann merkt man beim Fliegen nichts, wenn 2 ausgehen. Wie viel Quadratmeter Holz? Hast du da so eine Idee, was da verbaut worden ist? Nee, weiß ich nicht. Hast du nie Gedanken darüber gemacht? Okay. Aber allgemein, wie gesagt, das Modell, wie viele Flüge hast du jetzt drauf? Hast du es so in etwa? Nee, habe ich nicht im Kopf. Nicht? Er ist viel unterwegs. Okay. Wasserflugtauglich ist es nicht. Das ist nur für die Ebene gedacht. Baustunden. Wie lange warst du im Keller damit? Also ich habe intensiv 1,5 Jahre dran gearbeitet. Das erste halbe Jahr haben wir zu zweit gearbeitet. Ich habe einen guten Kumpel, der gut in Holz ist. In der Zeit habe ich die Motorgondeln gebaut, dann hat er den Rohbau fertig und dann habe ich noch ein Jahr lang allein weitergemacht. Ein Jahr lang allein. Also stundenmäßig kannst du es wahrscheinlich nicht fassen, oder? Jeden Abend nach der Arbeit, jeden Urlaubstag. Macht man sich Freunde, ne? Hauptsache einen schönen Flieger. Das sehe ich auch so. Nee, ganz toll. Die Steuerung von den Höhenrudern, man sieht hinten die aerodynamischen Höhenruder mit dran, sind die auch mit angelegt und funktionsfähig? Die sind mit angelegt, auch funktionsfähig, wobei ich nicht glaube, dass man sie bräuchte, dem Modell. Weil es sind doch sehr starke Rudermaschinen drauf, also sie schaffen das auch so bei dem langsamen Flieger. Okay, da Anlassprozess von den Motoren, die sind alle mit einer Glühung versehen, das heißt, du schaltest die ein und lässt sie dann an. Wie lange dauert es in etwa, bis du nachher startbereit bist? Also jetzt ist er schon angesaugt, die sind auch gerade schon mal gelaufen und dann dauert das so 40 Sekunden, bis ich rundgelaufen bin. Na gut, dann lassen wir die Stoppuhr laufen. Super, na sehr schön, prima. Also ich bedanke mich, ich bin gespannt. Jawohl, dann ich vermute, dass du anlassen kannst. Jürgen? Frank, die möchten morgen bei einer gescheiten Flugshow dabei sein. Die wollen endlich auch mal mitspielen. Ja, lass die los. Der Jürgen hat das Zeichen gegeben, den er direkt im Voll laufen kann. Ja, das sind wir nicht mehr vorher. Das ist nicht das erste Mal, dass wir die Motoren anmachen. Und der Red laufen. Ich bin schon ein bisschen im Voll.
gesprochen haben, ob das jetzt Schaumwaffe ist, wie man es liebevoll nennt, oder ein Jet bei einer Kunstflug, oder jetzt Käfighydraulik, oder kleine Modelle, aus Vogelfedern oder ein Saalflieger. Es gibt keine Freizeitbeschäftigung, kein Hobby, welches eine solche Bandbreite zur Verfügung stellt. Thank you.
Ganz toll. Wie halt euer Dank am Haus. Danke, dass du mich hier hast.